Ja, moin moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und ich habe die Ich war es noch halt die Leuchtenbeine. Oh, nee, ne? Das ist das vierte Siegel. Ey, und ich habe hier wieder 5 Minuten mit Rumzeichnen verbracht. Das muss es sein. Oh. War so naheliegend, oder? Das ist es. Ich fasse es nicht. Oh. Was ist nun los? Achso. Ja. Wollen wir weg, ne? Geht weiter. Dicker Fahle und Popo. Und jetzt kommt wieder eine Zwischensequenz. Wir schwimmen, hier gibt's wohl Wasser. Ich dachte gerade wieder Zeichen, ey. Ich vorher mal umgucken sollen, bevor ich in eine Richtung schwimme. Boah. Jetzt ohne Licht ist natürlich ganz blöd. Jetzt hänge ich hier irgendwie fest, ich habe kein Licht. Wie soll ich denn hier was finden? Oh, das ist doch. Ja. Don't worry. You'll soon forget about it. Ja, wieder so eine frustige Stelle. Also wenn ich nicht sehen kann, wo ich hin soll oder kann. Ah. Ich glaube, die Entwickler wollten, dass das Spiel so ein bisschen Hölle für die Spieler ist, glaube ich. So, jetzt sind wir wieder hier. Tor ist aber offen, oder? Achso, ich wollte schon sagen, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Schön hell. Na gut, dann schwimmen wir noch. Achso, muss ich hier was einsammeln? Nee, das geht doch. Geht doch, ich muss da in der Nähe bleiben. E drücken. Oder nicht drücken. Ach Mensch, ist wieder so einfach und ich. Das war wieder nicht gereiht. So. Schwimmen wir da hin. Jetzt wird es ein bisschen schlimmer. Hoch können wir nicht. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ach, die Augen gehen sogar in unsere Richtung. Mal gucken, oder was, ja. Beschwere ich mich ja nicht, dann war es ja gerade nochmal doof halt. So. Cool.
Boah, hier wird's wieder bunt. Ich dachte, den bunten LSD-Teil hatten wir schon hinter uns. Wie der Bein noch so rausgezappelt hat. So, ja. Ich ahne Schlimmes. Das sieht schon wieder sehr frustrierend aus, das Level. Muss ich hier wieder was machen? Gerade die Kreuz habe ich auch eigentlich erst übersehen, obwohl sie beleuchtet haben. Nicht nehmen. Hier, aufstehen. Sterben. Oh, die hängen schon wieder irgendwo gegen, wie der Kackwurzel. Toll, also wenn wir verfolgt werden, macht das ja keinen Spaß. Da ist schon so ein Kack anderer Dämon. Ruhig hier. Hören die zum Teil ja gar nicht, die Viecher. Wo ist der große Riese? Ja, fick dich! Also jetzt mal ehrlich. Das ist so geil, kommt einfach genau dann, wenn du runterspringst. Ja. Zurückgeworfen. Ne, jetzt heile ich mich doch nicht. Heile ich mich nicht. Also hat man ja echt keine Chance. Ah, wir gehen über Leichen. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist doch nicht wahr! Ich hoffe einfach mal, dass wir da hinten eine Seele haben. Die wir übernehmen können. Kann ich wohl lange hoffen. Hier ist der Ofen aus. Hier ist nichts.
You disappointed again. Es tut mir leid, also es tut mir wirklich leid. Jetzt fangen wir bestimmt wieder vom Alter. Thank you.
So, ich glaube, wir sind endlich mal ein bisschen weiter, ey. Mann, oh Mann, ich glaube, ich habe eine halbe Stunde jetzt gebraucht. Ich habe ja einen Schnitt gesetzt. Es tut mir leid, ich wollte euch jetzt nicht 20, 30 Mal zeigen, wie ich verrecke. Da gibt es deutlich was Besseres zu sehen. Das Spiel hat mich auch gerade richtig hart gefrustet. Also, ihr habt einige Flüche Gott sei Dank nicht gehört, die ich abgelassen habe. Es ist wirklich ein Hassspiel, also eine Hassliebe, würde ich eher sagen. Es gibt Momente oder Sachen, die mir echt gut gefallen. Alleine das Setting, sowas habe ich noch nicht gespielt. Aber warum macht man das zum Teil so scheiße und so frustig? Mensch, ich will mich auch nicht drüber ablassen jetzt. Wir zeichnen jetzt mal wieder. Wir wissen ja, achso, wir müssen wahrscheinlich hier noch so ein bisschen... Hier noch so ein bisschen. Ah, jetzt ist natürlich auch komplett falsch. Ey, wir sind noch mehr Sachen, die ich finden muss, wo ich gerade lang gelaufen bin. Also dann breche ich ab. Ja, dann breche ich echt ab. Dann hat mir das Spiel den Rest gegeben. So, ein bisschen ausmalen. So, schön. Jetzt muss das Kreuz sein, verdammt. Das ist bisher das Einzige, was ich gefunden habe. Das Kreuz, ich weiß das ganz genau. Das ist ein schönes Kreuz. Handbemalt von mir, das wollt ihr haben. Ich habe abgebrochen? Scheiße, ich habe abgebrochen. Wir wollen nicht das Kreuz. Und eine Frustgeschichte in die nächste. Hey, nee. Achso, warum ich jetzt das geschafft habe, ganz einfach. Man hat irgendwann so diesen Rhythmus, wenn man Schritte läuft, wann dieses Vieh von oben oder von der Seite kommt. Und wenn das Vieh kommt, einfach umdrehen, kehrt machen, bis es wieder verschwindet und dann wieder 2 Meter oder so 10 Meter laufen. Dann kommt das ja wieder, dann 10 Meter kurz zurück und das macht man so lange, bis man halt einmal durchkommt. Das war jetzt so der Grund, warum ich es endlich geschafft habe. Und das ist hier wieder nervig. Hier gibt es wieder Zeichen und ich weiß wieder nicht, wie man weiterkommt. Ach. Ich glaube, ich hatte ja schon mal einen Titel Frust pur. Ich glaube, ich mache jetzt, ich nenne das Video Frust pur 2.0. Alles bestimmt ist die Zeichen sind das bestimmt alles nicht. Das ist bestimmt das Kreuz oder noch ein viertes Symbol wieder, was ich nicht gesehen habe oder was immer noch draußen ist, da wo das schöne Monster ist. Super. Endlich geht's weiter und absetzen. Dann hat mich dann freundlich, wie es ist, runtergetreten. Da ist gerade der Schatten verschwunden. Liegt hier was vielleicht? Hier liegt nichts. Schnell speichern, schnell speichern. Der Baum des Lebens. Das ist mir gerade sowas von Wumpe, was für ein Baum das ist. Weil ich das liegt, weil da liegt eine Statue. So.
Pull off her skin and bring it to my chamber. Oh, this one here is too destroyed. I asked you to be careful. The poor creature. Drain out her blood and eat the rest. It's you again. Wait, not here. Give him a chance. Have some fun, and later bring me his head. Put her right here beside my bed. Selbst angezündet. Das ist das dritte Herz. Das ist mit Holz. Da müssen wir bestimmt durch. Ja, wir haben überlebt. Was wartet der da? Ich hab doch. Warum schreien die anderen gerade nicht, die ich angezündet habe? Ah, ihr könnt ja die Fackel werfen, ne? Oh, das war weit geworfen. Das war sehr weit geworfen. Das nicht. Müssen wir nicht hier durch? Scheiße. Okay, jetzt ein Trick. Komm her, komm her. Hallo, hier bin ich. Schlecht.
Ah, hier ist ein Schädel drum. Vielleicht hier durch? Also ich kann nicht hoch. Da komme ich hier hoch. Nee. Ich habe 3 Herzen. Ich habe alle abgefackelt mittlerweile. Oder muss ich das doch wirklich noch verbrennen? Und jetzt läuft der Typ ja auch nur da deine Ecke rum. Ich dachte, wenn wir alle Herzen haben, dass wir hier durchgehen müssen. Ich schon gar nicht mehr durch den Spiegel zu gehen. Jetzt haben wir einen Wind gemacht. Ich weiß immer, wo wir sind jetzt. Warum? Ich traue mich nicht mehr rauszugehen. Der haut uns ja auch noch rein. Ich weiß nicht, in welcher Ebene des Spiels wir jetzt sind. Ja, wo bin ich jetzt hin? Ah, ich bin an den... Oh. Werde ich einfach sterben müssen? Ja, komm. Wieder runter. Ja, lange Kupfen kannst du knicken. Durch komme ich auch nicht. Oh, schade. Ihr müsst doch euch durch können. Ach ja. Habe ich ihn jetzt echt gekillt? Wer macht das jetzt hier kaputt? Okay, ich nicht. Der ist irgendwie in der Zwischenspielebene. Also in der Schattengeschichte, wo ich mal reinlaufe.
Doof, ey. Ach, jetzt weiß ich, was ich mit dem Herzen machen muss. Ich Horst. Heinrich, Heinrich. So, jetzt haben wir beide so wahrgebracht und es passiert nichts. Oh, doch. Aha. Ach du Scheiße. Er war im Schatten, er war im Schatten, ja, definitiv. Ey! Zwischen den Augen. Ich muss da durch. Jetzt seine Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich seine Aufmerksamkeit. Ja, jetzt lauf doch, Junge. Mann, oh Mann. Das war ja ein Akt. So, kommen wir jetzt mal endlich mal ein, zwei Sachen, die nicht nervig sind. Und am besten was zum Speichern. Oh, scheint eine Fehlgeburt zu sein. Oh, nee, doch nicht. Gute Statue, danke. Ich will nicht wieder schwimmen. Und wollen wir aber auch nicht. Geronimo! Oh, hier scheint es geil zu werden. Cool, war das das eine Level, wo wir waren? Oh, da ist das. Wackeln! Eine Notiz. Auf der Suche nach dem Weg schwammen wir in einem Becken, gefüllt mit dem Blut unserer Opfer. Ich spürte in diesem Augenblick eine Hand, die nach meinen Füßen griff. Ich ertrank, gelähmt von Angst, und verschluckte mich an dem Blut, welches in meine Lungen strömt. Auf der anderen Seite sah ich einen Tunnel, an dessen Ende der grelle Schein des Eises mir die brennende Gestalt eines größeren Künstlers zeigte. Als ich Blut spuckte, in den Armen der Mutter lag, kehrten meine Kräfte wieder. Wer war die Gestalt aus meiner Version? Kevin Nichols. Ich hab Fackel, du hast Eis. Aber hier kommen wir nicht weiter. Also er kam aus diesem Becken. Ich musste wahrscheinlich rein. Ach, was soll's. Schon wieder gleich keine Luft. So viel geguckt. Gar nicht gut. Da muss man überhaupt rein. Ah, da wo die Luftbläschen hochkommen. Und runter. Bilder an. Was für ein tolles Unterwassergemälde. So. Müssen wir noch weiter runter?
bleibe erstmal nochmal hier. Aber das ist ein anderer Aufgang. Wir kamen noch von da, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Doch, wir waren hier, definitiv. Aber jetzt ist das offen. Ach. So. Ich weiß nicht, wie viel ich rausschneiden muss, aber ich mache hier erstmal einen Break ab ins Schneelevel. Die Hölle aus Eis. So ein Scheiß. So, wie gesagt, ich werde es ein bisschen kürzen, damit ihr euch nicht so viel langweilen müsst, weil ihr immer dasselbe seht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.